Herzlich willkommen in Techte, der großartigen Kleinstadt im Kreis Warndorf. Ich möchte euch auf einen Stadtrundgang mitnehmen und euch die Wallfahrtsstadt etwas näher vorstellen. Viele Wege führen nach Techte. Der überregional bekannte Wallfahrtsort besticht durch seine charmante Altstadt und die idyllische Lage an der Ems. Das historische Stadtbild ist geprägt von mittelalterlichen Gebäuden und dem romantischen Marktplatz, von modernen Skulpturen und alten Denkmälern. Den sogenannten Techter Dreiklang bilden die Propsteikirche St. Clemens, die barocke Wallfahrtskapelle mit dem Gnadenbild und das Westfälische Museum für religiöse Kultur Religio. Jährlich besuchen rund 100.000 Pilgerinnen und Pilger die Wallfahrtskapelle, die das Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes beherbergt. 1654 legte der münsterische Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen persönlich den Grundstein für diese Kapelle. Techte als Wallfahrtsort ist stark verbunden mit dem Namen Christoph Bernhard von Galen. Der ehemalige Fürstbischof hat Techte als Wallfahrtsort bestimmt. Ihm zu Ehren wurde ein Denkmal aufgestellt, welches vom Münsteraner Bildhauer August Schmiemann stammt. Anlässlich des 250. Jahrestages der Wallfahrtskapelle wurde das von Galen-Denkmal eingeweiht. Wegen seiner streitbaren Art hatte von Galen den Beinamen Kanonenbischof inne, weshalb er mit Schützenrohren und Schwertern zu seinen Füßen dargestellt wird. Am Relief des barocken Denkmals findet sich das Signet des Bildhauers August Schmiemann aus Münster. Sein Name taucht noch einige Male in Verbindung zu religiösen Werken der Stadt an der Ems auf. Unweit des Marktplatzes steht die denkmalgeschützte Kirche St. Clemens. Vermutlich wurde zu Beginn des 9. Jahrhunderts durch Liutgar, den ersten Bischof von Münster, die erste Pfarrkirche errichtet. Nach einem Stadtbrand um 1500 wurde die Nachfolgerkirche an der heutigen Stelle errichtet und stetig erweitert. Für die Clemenskirche hat der Bildhauer Schmiemann 1903 ein Triumphkreuz geschnitzt, welches viele Jahre im Scheitel des Chorbogens hing. Zur Fastenzeit wurde es gegen das Hungertuch getauscht. Auf dem historischen Foto ist das Kreuz gut zu erkennen. Mit einer Kirchenumgestaltung 1971 wurde es abgehängt und im Vikariegebäude eingelagert. Ob ich es dort noch vorfinde? Ich hatte Glück und wurde gerade in den Meditationsraum des Vikariegebäudes geleitet. Hier an der Wand hängt das Triumphkreuz. Ursprünglich war das Kreuz bemalt und trug an den Balkenenden die Symbole der vier Evangelisten. Im Laufe der Zeit wurde es durch schlichte Kreuzbalken ersetzt. Mein Rundgang durch Techte führt mich nun über die Ems und noch ein kleines Stück weiter. Als nächstes möchte ich euch den alten Kreuzweg in Techte vorstellen. Dieser wurde in den Jahren 1895 bis 1899 geschaffen und besteht insgesamt aus 13 Kreuzwegstationen. Die Kapellen liegen hier an der Einener Straße und die schaue ich mir jetzt etwas genauer an. Am damaligen Emstor wurde auf Initiative des Techter Pfarrers Anton Hovestadt ein neuer Kreuzweg angelegt, der aus 13 Stationskapellen sowie einer Kreuzigungsgruppe auf dem sogenannten Kalvarienberg besteht. Nachweislich sind die Stationen 1 und 6 Werke des Bildhauers August Schmiemann, vermutlich auch noch weitere. Im Inneren der Stationskapellen, deren Figurengruppen aus Baumberger Sandstein gefertigt sind, finden sich originale Wand- und Bodenfliesen. Die sich eng an die biblischen Überlieferungen anlehnenden szenischen Darstellungen beeindrucken durch ihre Ausdruckskraft und Klarheit. Das LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen in Münster bezeichnete den Kreuzweg als ein bemerkenswertes Beispiel der Nazarener-Epoche. Hervorgehoben wurden seine große und aufwendige Art. Der Kreuzweg startet an der Einener Straße und ist inklusive Rückweg 1,8 Kilometer lang. Kommen wir noch zu einer Kirche, die man als Techter vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat. Direkt vor den Toren der Stadt liegt das St. Rochus-Hospital mit der gleichnamigen Kirche. Hinter mir sieht man noch die Mauerreste der alten Kirche, dahinter das Gebäude, das 1959 eingeweiht wurde.
Eine Rochuskapelle gab es auf der Hülle schon seit Beginn des 16. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt befand sich dort ein Leprosen- und Armenhaus, aus welchem Jahr 1848 das St. Rochus-Hospital entstand. Mit der Zunahme der Zahl der versorgenden Ordensschwestern in den 1950er Jahren wurde das alte Gotteshaus, welches zwischenzeitlich erweitert wurde, zu klein. Der Orden entschloss sich, es durch einen Neubau zu ersetzen. Mit dem Abriss der alten Kirche wurde im Sommer 1958 begonnen. Im Inneren der Kirche befinden sich Werke, die bereits die Vorgängerkirche geschmückt haben. Dazu zählen die vom Bildhauer August Schmiemann geschnitzten Holzstatuen der Madonna, des heiligen Rochus und des heiligen Franziskus, sowie die ebenfalls von Schmiemann aus Sandstein geschaffene Kreuzigungsszene und die Pieta. Diese Werke wurden vom Vikar Ernst Rathoff anlässlich seines 50-jährigen Priesterjubiläums im Juni 1901 gestiftet. Nach diesem Einblick kehre ich gleich zum Abschluss meines Films zurück in die Stadtmitte. Dazu folge ich den Fußpilgern aus Osnabrück, die um 1.30 Uhr in der Nacht in Osnabrück gestartet sind und in Kürze Telgte erreichen werden. Jedes Jahr im Juli machen sie sich auf den langen Weg nach Telgte zum Gnadenbild Mariens. In diesem Jahr sind es rund 5.500 Teilnehmende, die trotz hoher Tagestemperaturen eine Strecke von über 40 Kilometern zu Fuß absolvieren. Dann haben sie ihr Ziel erreicht, das Gnadenbild von der schmerzhaften Mutter. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Über einen Daumen hoch für dieses Video würde ich mich freuen. Abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.